das kleine bisschen ging es sich jetzt nicht aus. Alles klug. Und jetzt sind wir erst mit der ersten Runde fertig, nach 2 Minuten 50. Das heißt, 2 Minuten 40 wird eine Runde gehen, wenn man eine fliegende Runde hat, schätze ich mal. Da hat irgendwie meine Lenkung ausgesetzt, ich weiß auch nicht wieso. Und da hat jetzt gerade die andere Lenkung ausgesetzt, cool. Auf alle Fälle ist das Spiel problemlos mit Tastatur spielbar, weil alle Knöpfe reagieren, ja. Zeige ich euch gleich, und ja, ich spiele mit Tastatur. Aber das müsst ihr euch eigentlich schon aufgefallen sein. Jo. Genau so wie der Lexus funktionieren sollte. In einer Tour nur Heckbuddy und quer, und man kann nicht dagegen lenken und nichts unternehmen. Wenn der mit dem Arsch kommt, dann kommt er mit dem Arsch. Da ist ihm scheißegal, was du machst. Und wenn ich das Rennen jetzt wieder deswegen verkacke, dann kaufe ich mir ein neues Auto, ich schwöre. Nee, wahrscheinlich nicht, weil ich mag den Lexus ja eigentlich. Aber wenn er nicht funktioniert, wie er funktionieren sollte, dann bringt mir das Auto ja auch nicht viel. Ich kann keine Kurve richtig anbremsen, ohne dass der quer kommt. Und das bringt mir persönlich rein gar nichts. Ich bekomme Nitro für Power Slide, wow. Dafür bin ich viel langsamer als alle anderen. Da, ich habe jetzt nur gebremst und das Auto kam quer. Ich habe nur gebremst, ich habe nur S gedrückt. Wenigstens gewonnen. Bevor ich da richtig ausraste. Ja, wir müssen hier oben unbedingt den Tuning-Typen finden, weil wenn wir den Tuning-Typen nicht finden, dann können wir niemals Stufe 3 Teile einbauen. Weil wenn wir Stufe 3 Teile freigeschaltet haben, dann gibt es die nur bei dem hier, glaube ich, wenn ich mich nicht irre.
komme mit dem Lexus einfach nicht klar. Räum mir den LKW vor die Nase. Ich bin der Einzige, der durchgekommen ist. Nice. So, wir machen jetzt das hier und dann tunen wir unseren Boygeot mehr. Hallo? Warum ich immer so ein bisschen Power slide, wenn ich irgendwo hinfahre, ist ganz einfach. Und zwar wegen der Nitro. Das war gerade ein geiler Trick. Das haben wir schon. Ich will den jetzt schon zum vierten Mal aktivieren. Machen wir eben kurz das Nitro voll. Weil ich glaube nämlich beim Stern haben wir sonst kein Nitro. Dann machen wir mal in die Richtung. Ja, wir kriegen kein Nitro mehr.
Lol, da bekommt man Nitro abgezogen. Nicht da oben schon wieder. Vor allen Dingen haben die immer Zeit, ne? Die haben ganz viele Rennen Zeit, aber sobald man kommt, haben die keine Zeit mehr. Alter Lexus, hier geht's um Zeit. Hör auf doch mit dem scheiß Arsch zu kommen. Boah, die nächste gerade Kurve, die gerade Kurve, ja voll. Die nächste gerade Wand, die ich sehe, da hau ich einfach rein. Gerade, also so eine richtige Hauswand und so. Wenn wir den Stern da jetzt haben. Weil langsam bekomme ich echt Aggression mit dem Lexus. Sogar schwer, dass sich's ausgeht. Scheiß Lexus. Boah, ist das eine behinderte Karre. Hey, du wirst in der neuen Hot 4 verewigt. Ja. Performance Tuner. Schon wieder nur S gedrückt und der ist schon wieder in die Kurve reingedriftet. Ich halte es nicht aus. Boah, ich hoffe, ich schalte bald mein ein besseres Auto frei, das ich mag. Ja, dafür bekomme ich Windschatten, wenn ich den Guide da anschiebe. Das würde ich mit dem Lexus machen. Hier geht's nicht. Pferdestärken bedeuten Speed, also tune deinen Motor so gut du kannst. Und genau hier ist der richtige Ort dafür. Dein Motor muss auf die ganzen neuen Teile abgestimmt werden. Dafür gibt es Steuer. Im Antriebsstrang verlierst du die meiste. Tausch das Serienfahrwerk. Nitro ist das Glycerin der Rennsportwelt. Bau dir eine Nitro-Einspritzung. Erhöhe die Leistung deines Motors und bau dir einen Turbo ein.
Wo ist denn der Karosserieshop? Der ist da hinten. Und wie schon gesagt, mit dem Auto gehen wir nur auf Sterne, da ist mir scheißegal, ob es schön oder nicht schön ist. Only Sterne. Ich bin sogar schon überlegen gewesen, ob ich das Auto gegen den Lexus austausche. Dass der Lexus dann die Sternhure wird, weil der Lexus macht mich manchmal echt sehr aggressiv. Alleine, weil der fast unmöglich zu fahren ist. Hier gibt's das gesamte optische Tuning. Schürzen, Spoiler, Schweller und noch mehr. '82 bringen die Carbon Spoiler mehr. Tatsache. Eine richtige Heckdecke. Bringen alle mehr? 1,32. Ja. Sehe gerade, wir haben kein Geld mehr. Ah, kostet ja auch nur ein Tausender. Sollten wir jemals die Sternhure richtig aufrüsten? Ich war jetzt mit der Sternhure ein bisschen. Ist sicher besser mit der Lexus im Rennen. B2-Echse funktioniert nicht mehr. Oh Gott, es ist sogar instant ausgegangen. Cool. EA Games Challenge Every Day. GHX. Jo. Hoppala, Entschuldigung. Alter, ist mir heiß. Ja, was anderes ist, und das URL-Rennen zu fahren, bleibt uns ja nicht übrig.
Bremsen sind der Wahnsinn. Merkt man ja quasi gar nicht, dass ich auf S war, ne? Und bremsen! Sechs Runden. Leck mich am Arsch. Dafür gibt's aber nur ein Rennen, oder? Und dann gleich zum Autohändler und gucken, ob es einen Ersatz für den Lexus gibt. Und wenn uns das Geld nicht ausreicht, um den neuen zu tunen, dann fahre ich so lange mit dem Peugeot, ist mir scheißegal. So, Lexus so schnell weg wie geht. Ist ein cooles Auto, ich fahre echt gern mit dem manchmal, aber heute hat das an die Spitze getrieben, heute wird er zernichtet und wenn ich mir ein anderes Auto kaufen muss, was ich eigentlich gar nicht haben will, werde ich wahrscheinlich sowieso machen. Könnte sein, falls jetzt die Neusternhure im Markt ist, dass wir einfach das Auto hier als Auto benutzen zum Umatum Cruisen. Dann würde ich noch den Spoiler runternehmen, weil das passt auf das Auto nicht. Ein Dachspoiler drauf. Weil den hätten wir leistungstechnisch aktuell am Limit, den Peugeot. Obwohl, ich glaube, wir machen die andere Sternhure erst, wenn wir ein Auto haben. Also wenn wir genug Geld übrig haben. Dann würde ich erst die Sternhure, die eigentlich die Sternhure sein sollte, zur Sternhure machen. Solange benutzen wir den Peugeot als Sternhure. Weil sonst kaufe ich mir jetzt wieder die Sternhure und dann warten wir jetzt wieder 10 Folgen lang, bis wir ein bisschen Geld für die Sternhure hatten. In der Zwischenzeit schalten wir dann wieder Leistungsteile frei, die wir dann ins neue Auto einbauen und dann haben wir erst wieder kein Geld. Und genau das ist dann der Kreislauf. Darum lasse ich jetzt aktuell dieses Auto, bis wir genug Geld haben, um die neue Sternhure aufzubauen. Mein Plan besteht aber trotzdem noch immer darin, das den Lexus auszutauschen und so lange, bis wir das andere Auto aufgebaut haben, mit dem hier zu fahren. Aber ich werde es in der Zwischenzeit schon mal zur Sternhure machen. Also ich werde jetzt ein paar Folgen wahrscheinlich mit einem richtig hässlichen Auto fahren. Was mir aber scheißegal ist, weil es zählt ja nicht gerade das Aussehen, es zählt ja, was das Auto kann, was das Auto unter der Haube hat. Und da kann es aussehen, da kann kein Blümchen als Lack drauf sein, ist mir wurscht. Und ja, wenn ich zum Beispiel jetzt einen Nissan Skyline in echt bekommen könnte und der wäre pink mit Blümchen und Schmetterlingen drauf und man sagt mir, dass ich, wenn ich das Auto umlackieren sollte, das alles selbst bezahlen muss und ansonsten wird mir Sprit und so bezahlt, würde jeden Tag mit dem rumfahren in der Stadt, wäre mir scheißegal, ob da das rosa ist und Blümchen drauf hat und Schmetterlinge. Würde ich trotzdem machen, weil es ein Traumauto von mir ist, egal wie es aussieht. Außer wenn es einen Dachspoiler hat. Dann nehme ich es nicht. Ich mag Dachspoiler echt nur Frelly Cars und sonst nirgends. Und Spinners mag ich gar nirgends. Aber Spinners kommen natürlich auch noch auf das Auto drauf. Aber erstmal brauchen wir genug Geld, um's hässlich werden zu lassen.
Ich muss sagen, er lässt sich echt gut fahren, der Peugeot. Mir ist in der Zwischenzeit gar nicht aufgefallen, dass wir schon 5 Runden hinter uns haben. Nach 57 Minuten. Quack mit Soße, jetzt muss ich noch ein bisschen spielen. Wollte eigentlich nach dem UL-Rennen aufhören, aber nach dem UL-Rennen hätten wir dann viel zu wenig Aufnahmezeit für die dritte Episode. Weil ich glaube nicht, dass ich noch in der... bis ich die 60 Minuten voll habe, fertig werde. Falls es so ist, gucken wir erst nächste Runde zum Autohändler. Oder ich pausiere dann schnell und fahre schnell zum Autohändler, das geht natürlich auch. So, ob ich mich jetzt in der letzten Runde von denen fertig machen lasse. Mit mir nicht. Nein, nicht so weit raus. Nein, ich habe vergessen, dass das Spiel abgestürzt ist. Ich habe vergessen, dass das Spiel abgestürzt ist, wollte nach hinten gucken und mit dem Pfeiltasten kann ich auch fahren. Naja, ich danke euch fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr schaltet auch in einer der nächsten Folgen wieder ein. Ciao.